ich habe zwar keine Lust, aber ich muss mich jetzt echt an die Hausaufgaben setzen. So, alles vorbereitet, das Buch ist raus. Ich habe noch eine Füllerpatrone in meinen Füller reingemacht. Dann kann ich ja anfangen. Hanna, ich muss dir was ganz, ganz Dringendes zeigen. Komm mal. Oh, hat Emma mich da gerade gerufen? Ich tue einfach so, als hätte ich sie nicht gehört. So, wo war ich stehen geblieben? Also, auf welcher Seite war das nochmal? Hanna, hörst du mich etwa nicht? Ich will dir was zeigen. Komm doch mal. Oh, ja, Emma, ich wollte gerade mit den Hausaufgaben anfangen. Aber na gut, ich komm kurz mit. Das ist wahrscheinlich was, was du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Das ist völlig cool und neu. Na, da bin ich ja mal gespannt. Folg mir. Guck mal, Hanna, ich habe den Roller umgedreht und wenn man dann hier an dem Rad dreht, dann passiert was ganz Tolles. Das dreht sich und 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 hört gar nicht mehr auf. Das ist meine Erfindung, das habe ich mir selber ausgedacht. Das ist die Emmalogie. Ja, ganz toll, die Emmalogie, super. Ich gehe dann mal wieder in mein Zimmer. Oh Mann, dafür bin ich jetzt extra aufgestanden. Die Emmalogie, sowas Verrücktes. Das gibt's doch wohl nicht. Das funktioniert ja genauso auch beim Hinterrad. Cool. Ach, Mama, was machst du denn in meinem Zimmer? Ich wollte jetzt Hausaufgaben machen. Also nach Hausaufgaben machen sieht das eigentlich nicht aus. Und guck dir mal den Käfig von Pia an, der ist total dreckig. Hanna, also wer Haustiere haben will, der muss sich auch darum kümmern. Ja, mach ich gleich. Aber erstmal mache ich die Hausaufgaben. Hanna, also die Hausaufgaben können jetzt wirklich noch 10 Minuten warten. Mach jetzt bitte erst den Käfig sauber. Die arme Pia, die da drin hocken muss. Oh, ja, gut. Ja, dann hole ich mal die Sachen aus dem Keller. Ach, du armes kleines Häschen. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dann wird sich wahrscheinlich niemand um dich kümmern. Ach, herrje. Oh Mann, jetzt habe ich überall diesen Handfeger gesucht. Jetzt habe ich schon hier diese Schaufel gefunden, aber wo ist der? Oh, in der Garage. Ja, jetzt kann es endlich losgehen. Da mache ich einfach jetzt kurz den Käfig sauber und dann mache ich danach die Hausaufgabe und dann kann ich hoffentlich auch noch ein bisschen spielen. Guck mal, Hanna, ich habe mir schon wieder was Neues ausgedacht. Och, Emma, du bist im Weg. Oh Mann, 5 Stunden später habe ich es jetzt auch mal in mein Zimmer geschafft. Pia, jetzt mache ich erstmal deinen Käfig sauber. Oh nee, ich habe den Eimer vergessen und das Stroh zum Auswechseln. Emma, ist das dein Ernst? Bist du hier etwa immer noch mitten im Weg? Geh doch mal weg. Nein, siehst du nicht, dass ich hier jetzt beschäftigt bin? Oh Mann, wie nervig. Da muss ich da eben drunter herkrabbeln. Und Emma, wenn ich jetzt gleich wieder hochkomme, dann bist du hoffentlich weg. Oh Mann, der Eimer war im Keller, das Stroh war auch draußen. Jetzt habe ich endlich alles zusammen. Und Emma ist tatsächlich weg, aber der Roller liegt noch mitten im Weg und ich habe jetzt keine Hand frei. Drüber klettern schaffe ich nicht. Jetzt muss ich echt wieder drunter herkrabbeln? Warum macht's mir eigentlich alle so schwer? Oh Mann, ich bin total genervt. Aber na gut, Pia, du kannst ja auch nichts dazu. Geh mal ein bisschen an die Seite, damit ich hier das wegmachen kann. Oh, so wird das nichts. Wenn du nicht weggehst, dann muss ich dich raussetzen. Aber Pia, bitte, bitte, bitte bleib hier genau hier sitzen. So, jetzt mache ich noch dieses Strohbündel auf und verteile das hier schön und dann hast du wieder einen richtig schönen Käfig. Das sieht schön aus und duftet auch gut nach frischem Stroh. So, Pialein, dann kannst du zurück in den... Nein, wo ist sie denn jetzt hin? Ich habe doch gesagt, du sollst hier stehen bleiben. Pia, wo bist du? Pia? Bist du hier unterm Tisch? Och nee, hier ist sie nicht. Hab ich dich doch. Jetzt aber nicht mehr weglaufen. Stehen geblieben. Pia, ich hab gesagt, stehen geblieben. Warte doch. Und jetzt hab ich dich. So, und zurück in deinen Käfig. Jetzt hast du es wieder richtig, richtig schön und bitte nicht mehr weglaufen. Dann hab ich jetzt den Käfig sauber und dann kann es jetzt endlich losgehen mit den Hausaufgaben. Na gut, das bringe ich, glaube ich, noch kurz raus. Das riecht nämlich ganz schön streng. Und solange ich die Hände noch frei habe, schiebe ich endlich diesen Roller hier weg. Und jetzt handelt es sich nur noch um Sekunden, bis ich endlich mit den Hausaufgaben starten kann. Hanna, jetzt wo du da bist, hilfst du mir, die Wäsche aufzuhängen? Ah, nein! Ich nehme jetzt einfach meinen Füller mit und mein Buch und dann haue ich ab und mache irgendwo meine Hausaufgaben, wo mich niemand nerven kann. Super Idee, Hanna Vogel. Hier im Einkaufszentrum, hier sind zwar viele Leute, aber keiner interessiert sich für mich. Ich kann einfach meine Hausaufgaben machen. Die Leute, die gucken sich einfach nur die Klamotten an. Und ich habe hier meine Ruhe. So, dann überlege ich mal, was war da nochmal? Seite 50 sollte ich machen. Seite 50, Aufgabe 1a. Hey Hanna, sag mal, was machst du denn da? Das ist ja richtig cool, dass wir uns hier treffen. Ich wusste gar nicht, dass du heute hier bist. Hättest auch Bescheid sagen können. Hi, Pia. Ja, ich wusste nicht, dass ich hier sein werde. Wäre ich vielleicht doch lieber zu Hause geblieben?